Erstmal hallo allerseits. Es freut mich, dass hier so viel los ist. Bin mal sehr gespannt. Ich habe für heute keine spezifischen Folien vorbereitet. Die Folien, die ich hier ausgegraben habe, die sind ein bisschen älter, die sind von 2003. Ich dachte aber so gerade für den Anfang von der Geschichte von GIMP, da sind die völlig ausreichend. Das war damals schon Geschichte. Ja, das ist sozusagen die erste Spur, die man von dem Bildbearbeitungsprogramm GIMP soweit als erstes findet. Eine kleine E-Mail von einem Herrn Peter Mattis, der sagt: Suppose someone decided to write a graphical image manipulation program akin to Photoshop? Out of curiosity and maybe something else, I have a few questions. Man fragt also, was für Features wären denn wohl unbedingt notwendig und welche Dateiformate unterstützt werden müssten. Ja, und das ist so, dass die erste Spur, die man so im Internet von GIMP findet, das ist also von 95, Juli. Das hier ist mehr oder weniger Blödsinn, weil die Folie einfach so alt ist. Ich werde am Anfang so ein bisschen über die Geschichte von GIMP erzählen und werde dann später in eine Live-Demo umschalten, wo wir gerne auch so ein bisschen Tutorial machen können. Ich möchte gerne dazu einladen, zwischendurch Fragen zu stellen. Also ihr müsst nicht irgendwie warten. Wundert euch nicht, wenn ich euch dann sage, okay, das führt jetzt ein bisschen zu weit, dann kann man das auch später vertagen, aber ansonsten ansonsten könnt ihr gerne Fragen dazwischen stellen, das merke ich, dass ihr zuhört. das sind also die beiden Menschen, die GIMP als Initiative gestartet haben. Das ist also der Spencer Kimball und der Peter Mattis. Die haben also im Frühjahr 95, also im Prinzip noch vor diesem News-Posting, was ich da gerade eben gezeigt habe, haben die angefangen, an GIMP zu entwickeln. Hauptsächlich war es so, dass GIMP entstanden ist, weil die beiden in ihrem Kurs, die mussten da irgendwas in Scheme oder Lisp programmieren und hatten irgendwie das Bedürfnis, mal zwischendurch irgendwas Nützliches zu tun. Irgendwas, was in C geschrieben ist, also in einer vernünftigen Programmiersprache und was nicht auf irgendwie doppelt verkettete Listen basiert, um irgendwie Pixel darzustellen. Anfang 96, muss man vielleicht noch dazu sagen, die erste Version basiert auf einem Toolkit, das Motif heißt. Das war damals ein kommerzielles Toolkit, was bei den Unixen immer dabei war. Es hat sich dann aber eben rausgestellt, es war bei den kommerziellen Unixen dabei und Linux, was damals so gerade so seine Anfänge auch genommen hat und in dieser Hobby-Szene sich immer weiter verbreitete, da gab es kein Motif dafür oder man musste eben 200 Mark zahlen, um dieses Motif zu kriegen. Und der Peter Mattis hat sich dann also sehr für die Gestaltung von User Interfaces interessiert. Und hat dann angefangen, sein eigenes Toolkit zu entwickeln, das GIMP Toolkit GTK, was im Prinzip auch heute noch verwendet wird und auch über GIMP hinausgewachsen ist sozusagen. Also der GNOME Desktop verwendet also das GTK und OpenOffice, glaube ich. Also das ist durchaus relativ weit verbreitet. Ich kann das aber mal zeigen. Ja, GIMP 0.54, das war sozusagen die erste stabile Release, die beiden rausgebracht haben. Ja, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Kann ich hier schon mal wieder rausgehen. Und so sah der GIMP damals aus. Das ist also hier. Ich finde es lustig. Einerseits sieht es schon deutlich anders aus, als man GIMP heute so kennt. Aber auf der anderen Seite erkennt man doch auch immer wieder einige Gemeinsamkeiten. Also die Icons sind zum Teil schon sehr, sehr ähnlich. Und ja, das ist das einzige Problem. Ich vermute, dass der GIMP-Source-Code, den ich da gerade nochmal wieder ausgegraben und kompiliert habe, der ist, glaube ich, nicht 64-Bit clean. Deswegen kommen wahrscheinlich hier das Grau, das sieht bei mir hier aus wie Pixelstreifen, also schwarz-weiß. Und die Darstellung ist also nicht ganz korrekt, wenn ich jetzt hier einen Gradienten reinmale, dann sieht man, dass das im Prinzip irgendwie funktioniert, aber es ist halt nicht wirklich
korrekt. Eigentlich sollte diese Fläche hier weiß sein. Aber wenn man sich das anguckt, so Sachen gab es also auch damals schon, Tier-Off-Menüs. Es gab ein rechtes Mausklick-Menü. Also viele Sachen, die man eigentlich auch heute noch von GIMP kennt, sind da schon vorhanden. Und ja, somit hat das angefangen. Man muss dazu sagen, die erste Version, die konnte wirklich nur mit flachen Bildern umgehen, also keine Ebenen oder kein gar nichts, was man heute eigentlich gewöhnt ist. Also wenn man da irgendwie Compositing oder irgendwie sowas machen wollte, dann brauchte man ein Graustufenbild. Und in dieses Graustufenbild konnte man dann eine Maske malen und mit Hilfe dieser Maske konnte man die anderen zwei Bilder zusammen kombinieren. Das ist inzwischen natürlich viel, viel bequemer geworden und das werde ich auch nachher in dem Tutorial-Teil sozusagen nochmal im Detail dann zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das nur nochmal so, da kommen wir her, das ist also eine der ersten GIMP-Versionen, die öffentlich zugänglich waren. So in meinen Fieberträumen habe ich immer noch mal den Wunsch, das dann noch mal zu gucken, ob ich das nicht doch 64-Bit clean hinkriege, aber es wäre dann wirklich archäologische Arbeit eigentlich. Wie viele Codes sind das in etwa? Warte mal, lass mal gerade gucken. Das sind also 37.000 Zeilen C. Und es ist in kompiliert. Also mach mal gerade clean hier. Können wir live zugucken. Das ist also irgendwie. Naja, okay, doch nicht ganz so, aber noch ja, 4 oder so. Ja, das ist jetzt auch nur zack, fertig. Also der aktuelle GIMP braucht länger zum Kompilieren. jetzt lass mal gerade noch mal gucken, ob hier noch was Spannendes drin ist in diesen Folien. Ja, 96 hat das dann also angefangen, das GIMP von diesem alten Motiv, was man jetzt auch gesehen hat, also das sah ja nicht aus wie eine GTK-Applikation, wurde dann portiert nach GTK. Und es hat sich tatsächlich eben herausgestellt, dass in dem Moment plötzlich diese ganzen Linux-Enthusiasten mit an der Entwicklung mitarbeiten konnten, weil sie eben nicht auf irgendwie eine kommerzielle Workstation mit irgendwie einer Motiv-Lizenz zum Entwickeln angewiesen waren. Das hat also damals die Entwicklung von GIMP deutlich beschleunigt. Ja, und 97 war dann Feature Freeze für die Version 1.0 und fast ein Dreivierteljahr später kam dann GIMP 1.0, das war dann, ja, das war dann so eine der ersten Gelegenheiten, wo ich dann plötzlich die Leute alle mal kennengelernt habe. Das war dann die erste GIMP Developers Konferenz in Berlin. Was man halt wissen muss, die GIMP-Entwicklung ist weltweit verteilt. Sie hat angefangen in Berkeley und das waren halt Peter Mattes und Spencer Kimball, die beiden haben da angefangen. Aber das, als sie dann eben mit GTK zugänglich waren, was die Entwicklung angeht, hat sich das sehr schnell weltweit ausgebreitet. Und hier dieser Mensch, das ist der Sven Neumann. Der hat lange Zeit GIMP maintained zusammen mit dem Michael Natterer, das ist der hier. Die haben also sehr, sehr viel Arbeit seitdem da reingesteckt. Der Sven kommt im Moment leider nicht mehr so dazu, der Mitch ist aber nach wie vor dabei. Ja. Spencer und Pete sind also inzwischen nicht mehr dabei, von denen habe ich lange nichts mehr gehört. Die tauchen zwischendurch mal so auf, irgendwie mit einer Geschichte, aber sind nicht mehr aktiv an der Entwicklung beteiligt, aber es ist halt eben wirklich so, dass inzwischen doch auch einige Leute an der Entwicklung dabei sind. Es sind zwar über die Zeit, also von wie vielen Jahren reden wir sind jetzt bald bei 16, 17 Jahren, da haben sich über die Zeit natürlich sehr, sehr viele Leute an der Entwicklung von GIMP beteiligt. Man muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass diejenigen, die
zu einem gewissen Zeitpunkt an GIMP entwickelt haben, dass das nie so besonders viele sind. Über die Zeit haben sich viele angesammelt, aber GIMP ist ein relativ kleines Projekt. Das heißt, aktiv entwickeln tun vielleicht 2 Handvoll Leute. Und das ist halt in einem total krassen Missverhältnis zu der Anzahl von Leuten, die GIMP tatsächlich produktiv einsetzen. Und wir wissen nicht so ganz genau, wie wir diese was wir tun können, um noch mehr Leute sozusagen an der Entwicklung selber zu interessieren. Das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, gerade so aus die Leute, die mit Windows arbeiten und so mit diesem Open-Source-Gedanken, freie Software-Gedanken gar nicht so viel anfangen können. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es ziemlich viele Windows-Benutzer gibt, aber wir haben eigentlich maximal einen Menschen, der ungefähr weiß, wenn es auf Windows irgendwelche Probleme gibt, was man tun muss, um das vielleicht zu fixen. Also die ganzen Entwickler arbeiten normalerweise mit Linux. Und entsprechend haben wir auch einige Bugs in der Windows-Version, die wir nicht im Griff kriegen, weil wir uns mit Windows nicht auskennen, ganz platt gesprochen. Wir versuchen auch immer wieder auf die Windows-Leute zuzugehen und sagen, drohen mit Einstellen der Windows-Version ist nicht unbedingt zugehen, aber wir sind halt langsam so ein bisschen verzweifelt, weil wir nicht so wirklich wissen, wie wir es schaffen, an die Leute ranzukommen, insbesondere an die Leute, die auch mit Windows programmieren können. Ist ein Problem, aber ja, das sind jetzt alles natürlich ein bisschen ältere Daten. Werde ich mal gerade hier. Ich glaube, das ist. Was ist mit der Mac-Version? Das ist etwas besser, die Situation, weil der Mitch sich an der Entwicklung da mit beteiligt. Aber das ist auch nicht so prickelnd, dass man da jetzt irgendwie plötzlich wahnsinnig viele Leute hatte. Die meisten Leute, die entwickeln, kommen tatsächlich von der Linux-Schiene her. So, das ist die Folien von 2030, die Folien übrigens. Eben gerade ist noch sowas vorbeigeflutscht über das Team McKay-Unterstützung. Mhm. Ich weiß noch, dass es damals im Gespräch war. Und hieß es erstmal, nee, soll ich kommen? Soll es irgendwie doch kommen? Das ist jetzt schon lange her. Kannst du dazu was sagen? Die Situation hat sich nicht wesentlich geändert. ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wie sich die Integration von Gegel, die sozusagen das Neue, was im Moment eigentlich gerade sehr spannend ist, was da passiert, da kann ich auch da nochmal kurz drauf eingehen, aber ich bin nicht sicher, ob da die Antwort sozusagen die ist, die man hören will. Aber ich habe Gründe, warum es so sein soll, sein muss, wie es ist. Lass mal gerade gucken. Das nur mal so als kurzen Überblick zur Geschichte. Ich muss jetzt gleich dann noch direkt eine Entschuldigung hinterher schicken, weil ich habe die aktuelle stabile Version von GIMP habe ich nicht auf dem Rechner. Ich habe die Version GIMP 2.6, die etwas älter ist schon, aber die gut geeignet ist, um sich sozusagen das Bedienkonzept von GIMP anzugucken, wie funktioniert GIMP. Und ich habe die aktuelle Entwicklerversion, aber die Version dazwischen, die fehlt mir, weil ich zu faul war, die auch noch auf meinem Rechner zu installieren. Aber ich denke, spannend wird es allemal. Ja, womit fangen wir an? Also das ist sozusagen das, womit ein GIMP sozusagen begrüßt. Das ist ein mehrfenstriges Layout, sage ich jetzt mal, wofür wir auch schon viel Kritik geerntet haben. Ich habe mich dran gewöhnt, beziehungsweise ich kenne eigentlich überwiegend dieses. Deswegen arbeite ich damit. Aber das kann ich dann nachher auch nochmal zeigen. Inzwischen haben wir auch eine Version von dem User Interface, wo alles in ein Fenster integriert ist, was ein bisschen gefälliger vielleicht zu bedienen ist. Wir haben hier, ich mache das nochmal zu. Wir haben hier ein Fenster, in das sozusagen der Platzhalter dafür ist, dass hier das Bild ist. Wir haben eine Toolbox mit verschiedenen Werkzeugen. Hier unten drin habe ich die Tool-Optionen, die das jeweilige Werkzeug konfigurieren können. Hier drüben haben wir die Ansicht mit
Ebenen, das ist ein sehr wichtiger Dialog, den ich auch unbedingt erklären werde. Hier unten haben wir eine Pinselauswahl. Und man kann jetzt einfach hergehen und sagen, ich möchte gerne ein neues Bild aufmachen. Machen wir hier mal irgendwie ein etwas fälligeres. Und fange zum Beispiel an zu malen. Wobei das jetzt hier schon, das ist jetzt der Pinsel. Und ich habe hier ein Grafiktablett, das auch mir Druckempfindlichkeit bietet. Damit kann ich also jetzt hier schön malen. Und ja, jetzt müssten wir mal gerade gucken, womit ich anfange. Ah, hier habe ich noch ein historisches Schmankerl. Da habe ich tatsächlich, das war das erste Treffen, wo ich... Ne, sag mal. Da ist ein Essen dazwischen. So, klar. Das, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber das war das erste Treffen, wo ich die Bindleute kennengelernt habe. Und das war beim Kochen. ja, lang ist es her. Also wir können erstmal mit irgendwas Spaßigem anfangen. Zum Beispiel habe ich hier ein Bild von meinem Bruder. Da ist das Bild jetzt von der Kamera hochkant aufgenommen worden. Ich kann jetzt hier automatisch das Ganze gerade drehen lassen. Und mein Bruder hat ein robustes Selbstbewusstsein, der verkraftet das also, wenn ich hier jetzt mal ein bisschen mit, machen wir es denn? Ach so, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich bitte um Verständnis dafür, dass ich hier das Benutzerinterface in Englisch habe. Nur so finde ich mich zurecht. Natürlich ist auch das komplette User-Interface auf Deutsch übersetzt. Ich hoffe, dass ihr jetzt damit klarkommt. Ansonsten könnte ich auch das gerade noch umstellen. Jetzt finde ich das Plugin noch nicht. Ah, da oben, natürlich. Also das ist sozusagen etwas, was sich viele von euch werden das auch von anderen Werkzeugen her kennen. Also hier kann man seinen Spaß haben. Das ist jetzt einfach das iBorb-Plugin, welches dazu dient, Bilder in irgendeiner Art und Weise zu verzerren oder zu bearbeiten. Und ich kann jetzt also hier zum Beispiel, was weiß ich, das Ganze so ein bisschen durch die Gegend drehen. Keine Ahnung, oder hier ein bisschen durchrühren. Also für wirklich praktische Anwendungen, um irgendwas zu korrigieren oder sowas, ist das vielleicht nicht das praktischste aller Plugins, aber es ist auf jeden Fall ein Plugin, mit dem man Spaß haben kann. Nichtsdestotrotz mache ich das jetzt mal rückgängig. Aber das ist jetzt auch standardmäßig dabei? Das ist standardmäßig dabei, ja. Ich merke gerade, ich hätte mir doch ein paar mehr Notizen machen sollen, was ich eigentlich zeigen will. Hallo. Hallo. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich habe irgendwo dieses, was wäre jetzt als Paintbrush zum Beispiel, dieses Werkzeug aus diesem Kasten rausgeholt. Du kommst nicht mehr da rein. Also meinst du dieses hier? Genau. Also du hast dann wahrscheinlich irgendwann mal hier oben angepackt. Und also das ist überhaupt ein Punkt, das User Interface lässt sich in weiten Teilen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Du kannst im Prinzip hier auf den Titel gehen, ja, wieder anpacken und ziehen und dann ist es wieder da. Genau. Du kannst auch hergehen und sagen, okay, ich möchte das aber gerne hier hinten drin haben. Dann landet es da hinten drin. Ne? Du kannst sagen, ich möchte das gerne als separates Ding haben. Du kannst das auch noch irgendwie hier unten hin als drittes Element ziehen. Also da kannst du dir deine eigene Arbeitsoberfläche im Prinzip zusammenstellen, wie du es brauchst. Ich mache es jetzt wieder rückgängig, sonst finde ich mich nicht zurecht.
würde mal sagen, was ich jetzt zum Beispiel mal zeigen könnte, wir gucken einfach mal hier im Detail. Das sind bestimmt irgendwie ein paar Sachen, die man vielleicht versuchen möchte zu beheben. Ein wichtiges Werkzeug, um so Hautunreinheiten oder so Zeugs zu beheben, ist das sogenannte Klonwerkzeug. Das ist hier dieser Stempel. Da kann ich auch hier meinen Pinsel jeweils auswählen. Sagen, okay, ich möchte gerne hier diesen Pickel etwas unsichtbarer machen. Und der naive Ansatz ist, dass man sagt, okay, ich nehme hier einen Pinsel, picke mir jetzt mal hier. Das geht übrigens, wenn ich hier die Kontrolltaste beim Pinselwerkzeug gedrückt halte, kann ich mir die aktuelle Farbe picken. Picke mir hier mal irgendwas Hautfarbiges und fange an zu malen. Aber man sieht, dass das schwierig ist, weil man kriegt dann hier plötzlich, ich übertreibe es mal ein bisschen, so eine platte Fläche, die sozusagen die Struktur auf der Haut zerstört und sieht aus wie, was weiß ich, Plastikoberfläche oder sowas. Das heißt, man sollte besser versuchen, von anderer Stelle, ich mache das gerade rückgängig mit Ctrl-Z oder Undo, man kann hergehen, ich nehme mir hier mein Klonwerkzeug und sage, okay, ich möchte gerne von hier dieser Stelle dahin kopieren. Und das mache ich jetzt hauptsächlich, um das Prinzip zu zeigen. Eigentlich ist das eine schlechte Idee. Ich halte hier wieder die Kontrolltaste gedrückt, wähle das hier sozusagen als Quelle und kann jetzt hier rüber kopieren. Man sieht, ich habe mir eine schlechte Stelle ausgesucht. Also erstens würde ich einen Pinsel wählen, der eine etwas weichere, etwas weicher ausgeblendet wird, weil hier, das ist ja so plötzlich sehr scharfkantig. Das wäre das Erste. Und das andere ist, dass man sich besser was sucht, was irgendwie in der Farbe besser angepasst ist an der Stelle. Das heißt, ich drücke wieder die Kontrolltaste, Steuerungstaste und wähle mir hier das als Quelle aus und kopiere das hier hin. Und fertig. Dadurch sind jetzt, also da sind zwei Sachen zusammengekommen, die ich da genutzt habe. Einmal habe ich einen Pinsel genommen, der nach außen hin weich ausläuft. Ich kann es auch nochmal ein bisschen extremer demonstrieren, wenn ich zum Beispiel hier wieder mit dem Klonwerkzeug das Auge als Quelle nehme und hier hin kopiere. Dann sieht man, dass das nach außen hin ausläuft. Es ist also keinen harten Übergang zwischen der kopierten Stelle und dem und der Umgebung gibt. Das wäre anders, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Pinsel nehmen würde. Ich nehme wieder hier das Auge als Quelle und kopiere es hier hin. Da sieht man ganz deutlich den Unterschied, was das für einen Unterschied macht, wenn der Pinsel nach außen hin weich ausläuft. Das hilft natürlich auch, die Übergangsstelle von der retuschierten Stelle zu dem Originalfoto zu vertuschen. Ja, und wenn man dann halt hergeht und als Quelle etwas nimmt, von einer anderen Stelle im Bild, was irgendwie der zu überdeckenden Stelle in Idealform sozusagen möglichst ähnlich ist, dann kommt man damit eigentlich relativ weit. Man kann also hier zum Beispiel sagen, ich habe wieder die Kontrolltaste gedrückt, wähle das hier als Quelle und mache dann hier den auch gerade noch weg. Wobei das war jetzt noch die etwas naive Variante mit dem. So, Schönheits-OP gelungen. Das wäre so, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas, also es ist das Problem, was ich im Moment gerade habe, es gibt so Tonnen viel Zeugs im GIMP, dass ich da selber ein bisschen überfordert bin, das auszuwählen, was euch sozusagen interessiert. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Vorschläge habt oder Wünsche habt, dann könnt ihr euch da auch gerne aktiv zu Wort melden. Du könntest mal spaßesweise so ein Tilt-Shift-Bild. Tilt-Shift? Diese. Ach so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege nur gerade, ob ich ein Bild habe, was da als Vorlage taugt. Lass mal vielleicht kurz auf die Ebenen eingehen. Ja, genau. Dann machen wir mal was. Sachen aus. Genau.
habe hier mal was vorbereitet. Okay. Eine Idee, die man, was man mal gucken könnte, also hier diese Giraffe, dieser Giraffenkopf, der eignet sich hervorragend, um ihn auf irgendwas anderes drauf zu montieren, zum Beispiel auf dieses Pferd. Jetzt haben wir allerdings das Problem, oder ich kann das mal zeigen, wir können jetzt einfach hierher gehen, wir haben diese Bilder, beiden Bilder gleichzeitig offen. Ich gehe jetzt hier in diesen Ebenendialog. Warum das Ebenen heißt, das werden wir gleich sehen. Hier ist sozusagen ein kleines Vorschaubild und das kann ich jetzt anpacken und einfach in das andere Bild reinziehen. Was ist da jetzt passiert? Wir haben eine Kopie von dieser Ebene in dem anderen Bild erzeugt und wenn man sich jetzt hier den Ebenenstapel anguckt, sieht man, dass ich diese Ebenen jeweils unsichtbar schalten kann. Und die jetzt quasi wie zwei Fotos übereinander liegen. Nur ist das nur bedingt spannend, weil wir möchten ja gerne eine Montage aus diesen zwei Bildern machen. Und das heißt, wir können jetzt also überlegen, wie wir die Giraffe... Ja, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass dieser Himmel dahinter verschwindet. Wir möchten gerne, dass das, da, wo Himmel und, oder auch dieser Busch ist... das Bild transparent wird, damit man dahinter das Pferd auf der Weide sieht. Was ich jetzt als allererstes mache, ist, dass ich die Bildgröße an die Größe der Ebenen anpasse. Das Giraffenbild ist größer als das Pferdebild. Das heißt, es geht über die Grenzen des Pferdebildes hinaus. Ich kann das aber jetzt hier anpassen. Und ich zoome mal ein bisschen raus mit der Taste Minus. Und kann jetzt hier anfangen, das Ding durch die Gegend zu ziehen. Ah, da hinten ist das Pferdebild. Okay, als allererstes müssen wir jetzt halt mal wirklich dafür sorgen, dass die Giraffe hier vor dem Hintergrund freigestellt wird. Was ich dazu als allererstes mache, ist, dass ich hier, ich mache jetzt hier einen Rechtsmausklick, und füge einen sogenannten Alpha-Kanal hinzu. Ein Alpha-Kanal ist im Prinzip ein weiterer, ich will nicht sagen Farbkanal, weil es nicht trifft, aber es ist eine weitere Information, die pro Pixel gespeichert wird, wie durchsichtig ist das Pixel an dieser Stelle. Das heißt, jetzt habe ich sozusagen die Vorkehrungen getroffen, dass das Pixel auch durchsichtig sein kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen, nehme hier den Radiergummi und habe wieder hier meinen Pinsel mit weich ausfädender Kante, kann hier anfangen zu radieren und im Hintergrund kommt das andere, die andere Ebene durch. Das heißt, in manchen Fällen ist das auch durchaus praktikabel. Man kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich fange jetzt hier an und radiere mal ein bisschen. Verdammt, ich habe mich verradiert. Das müsste ich jetzt rückgängig machen. Zum Glück kann irgendwie jede Menge Ando-Schritte. Aber es geht auch noch eine gewisse weitere Bequemlichkeit. Was man jetzt zum Beispiel machen kann, ist, dass man sagt, ich erzeuge eine Auswahl. Eine Auswahl schränkt sozusagen die Arbeitsschritte, die man macht, auf die Pixel ein, die im Moment gerade ausgewählt sind. Also zum Beispiel, ich mache hier eine elliptische Auswahl. Diese sogenannten marschierenden Ameisen, die zeigen mir jetzt an, aha, hier ist ein elliptischer Bereich ausgewählt. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne hier einen Weichzeichner starten, einen gaußschen Weichzeichner zum Beispiel. Und mache den mal richtig kräftig, damit man einen Effekt sieht. Okay. Und da sieht man, dass jetzt nur der Bereich weich gezeichnet wurde, der von dieser Auswahl quasi betroffen war. Ich mache das mal wieder rückgängig. Man kann Auswahlen miteinander kombinieren. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und sagen, ich drücke jetzt die Shift-Taste. Man sieht, dass am Cursor da ein kleines Plus dazu erscheint. Was bedeutet, das, was ich jetzt auswähle, wird der existierenden Auswahl hinzugefügt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich kann jetzt Shift wieder loslassen. Das ist nur relevant, was beim Beginn des Klicks sozusagen gedrückt war. Und jetzt habe ich also als Auswahl die Kombination aus dem Rechteck und der Ellipse von vorher.
ich kann im Prinzip auch hergehen und habe hier so eine Freihand-Lasso-Auswahl und sagen, okay, ich möchte gerne diesen Bereich noch mit, beziehungsweise jetzt habe ich eben Shift nicht gedrückt, deswegen ist jetzt die Auswahl ersetzt worden. Aber auch hier funktioniert es genauso. Ich drücke die Shift-Taste, mache eine Auswahl und die wird hinzugefügt. Oder ich drücke die Control-Taste, Steuerung, und das Ergebnis wird abgezogen. So kann man also mit relativ wenig Aufwand ziemlich komplexe Auswahlen erzeugen. Und dann kommt der nächste Trick. Ich kann mir auch die Maske oder die Auswahl ist nicht wirklich was Binäres. Also so sieht das, so wie das hier präsentiert wird, sieht das ja so aus, als wäre ein Pixel entweder ausgewählt oder eben nicht. Das ist nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit kann ein Pixel auch partiell ausgewählt werden. Ich kann das am besten verdeutlichen, indem ich hier unten auf diesen kleinen Button klicke. Das ist die sogenannte Quick Mask, die mir jetzt die Auswahl auf eine andere Art und Weise darstellt. Ich kann also hier zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, oh, ich nehme mal hier den Wischfinger und verwische hier mal die Auswahl, beziehungsweise diese Quick Mask. Und wandle das jetzt sozusagen wieder. Was passiert hier? Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass hier wieder die marschierenden Ameisen auftauchen. Bist du im falschen Tool, oder? Bitte? Bist du im falschen Tool noch, oder? Das sollte aber eigentlich nichts ausmachen. Da ist bestimmt irgendwie ein... Sage mal. Also die Auswahl ist definitiv aktiv, weil das ist so das was ich als Ergebnis erwartet habe. Ich begreife nur gerade nicht, wo die marschierenden Ameisen hin verschwunden sind. Ich werde das jetzt einfach mal gepflegt ignorieren. Ungleichen Bug-Report. Der wird sofort geschlossen, weil GIMP Version 2.6 verwendet ja kein Mensch mehr. Also kurz das Ganze nochmal mit der Entwicklerversion. Wenn es da noch drin ist, dann kommt der Bug-Report. Genau. Also was ich jetzt eben gerade gemacht habe, ist, dass ich die Auswahl, die leider in dem Moment unsichtbar war, mit einem Schwarz-Weiß-Gradienten gefüllt habe. Und da sieht man, was es für einen Effekt hat, wenn ein Pixel nur partiell ausgewählt ist. Nämlich es passieren genau hier diese Übergangsbereiche. Im Prinzip sowas Ähnliches wie das, was bei dem Klonen mit dem ausfadenden Pinsel passiert ist, dass man gut irgendwelche Übergänge kaschieren kann. Und das jetzt mal wieder rückgängig. Das macht mich fertig. Gibt's doch gar nicht. Das ist insbesondere deshalb doof, weil ihr dann schlecht seht, was sozusagen Sache ist. Show Selection ist eigentlich da. Mal gerade, da ist es wieder. Keine Ahnung, da ist irgendwas durcheinander gekommen. Keine Ahnung. So, der Ansatz, den ich jetzt also verfolgen könnte, wäre, dass ich jetzt versuche, eine Auswahl zu treffen, die möglichst gut den Himmel darstellt. Und dann lösche ich diese Auswahl und bin hoffentlich glücklich. Eine Möglichkeit, das zu tun, wäre zum Beispiel mit dem Werkzeug, was mir eine Auswahl nach Farbe ermöglicht. Das ist dieses hier. Ich kann jetzt hier reinklicken. Oh, das sieht kompliziert aus. Ich kann aber auch hier die Toleranz etwas erhöhen. Es sind ja mehrere verschiedene Blautöne da drin. Und hier sieht man in den Tool-Optionen einen Threshold-Wert, der mir beschreibt, wie sehr die Farbe gleich sein muss, der ausgewählten Farbe, um das sozusagen darzustellen. Jetzt sieht man allerdings schon, dass das so ein bisschen problematisch ist. Also wir haben hier in dem Ohr noch irgendwie was Komisches. Ich kann ja mal jetzt einfach mal hier
das unten drunter unsichtbar machen und sagen, bearbeiten, löschen. Da dieses Kachelmuster, was man da im Hintergrund sieht, das stellt sozusagen Transparenz dar. Wir können den Monitor schlecht durchsichtig machen. Das heißt, wir müssen uns da irgendwie behelfen. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Man sieht allerdings hier immer noch so ein bisschen so ein Blauschimmer drumherum. Das ist vielleicht nicht so toll. Und hier sind offensichtlich auch Pixel gelöscht worden, obwohl sie eigentlich inmitten der Giraffe liegen. Also das ist vielleicht noch nicht so ganz das, was wir haben wollen. Okay, mit dem Busch hier unten, da haben wir kein Problem, weil da können wir jetzt einfach sagen, okay, da machen wir jetzt hier so eine elliptische Auswahl, löschen und das ist dann damit gegessen, die Geschichte. Ich möchte aber gerne jetzt noch einen anderen Weg vorstellen, wie man das machen kann. Ich mache das gerade nochmal rückgängig, weil dieses Auswahl nach Farbe manchmal ein bisschen grob schlechtiges Werkzeug ist. Es gibt sogenannte Ebenenmasken. Das heißt, zusätzlich zu dem Alpha-Kanal, den ich nutzen kann, um Transparenzinformationen zu speichern, kann ich mir noch eine Ebenenmaske hinzufügen. Das ist auch hier wieder in dem Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Füge eine Ebenenmaske hinzu und sage, okay, ist erstmal egal. Und jetzt sieht man, ist hier ein weiteres Vorschaubild aufgetaucht, von einem etwas, was nicht direkt in dem Bild sichtbar ist. Ich kann jetzt hier mit der Maus umschalten, welches dieser beiden Dinger ich bearbeiten möchte. Und wenn ich jetzt hier in dieses Bild mit Schwarz etwas reinmale, dann wird die Ebene an dieser Stelle transparent. Das Spannende daran ist, dass ich die Bildinformationen nicht zerstört habe. Also der Giraffenkopf, alle Informationen, die zu dem Giraffenkopf dazugehören, ist nach wie vor noch vorhanden. Und ich kann die sozusagen wiederherstellen, indem ich jetzt in die Ebenenmaske mit Weiß reinmale und damit sozusagen die Deckkraft wiederherstelle. Das ist ein ganz nützliches Werkzeug, um komplexere Formen sukzessive freizustellen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, mit der Taste X tausche ich übrigens Vorder- und Hintergrundfarbe, das ist manchmal ganz praktisch. Zoome hier mal ein bisschen rein und kann jetzt hier sagen, okay, hier kann ich jetzt wirklich sehr genau kontrollieren, wie das Ganze aussehen soll. Und verdammt, ich habe mich schon wieder irgendwie verhaspelt. Kein Problem, ich kann einfach mit Weiß wieder die Form herstellen. Ja. Und auch hier hilft es häufig, dass man einen Pinsel hernimmt, der ein bisschen weichere Kante hat. Da habe ich jetzt leider im Moment gerade nur den etwas größeren, der einem dann bei weichen Übergängen etwas bessere Ergebnisse liefert. Das ist jetzt hier natürlich gerade die härteste Kante in dem ganzen Bild. Aber wenn ich hier mir oben das mal mit den Haaren angucke, dann kann ich jetzt hier da so rangehen, dass auch dieser Blauschleier, den wir ja vorhin gesehen haben, sozusagen mit verschwindet, ohne dass man da direkt eine scharfe Übergang zwischen den Hals, Rückenhaaren, wie auch immer die heißen, und dem zukünftigen Hintergrund sieht. Jetzt hindert einen natürlich niemand dran, das Ganze zu kombinieren. Also ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, ich habe jetzt hier wieder das Originalbild als Arbeitsquelle sozusagen ausgewählt und mache jetzt hier zum Beispiel mit dem Fuzzy Select, Zauberstab heißt das glaube ich auf Deutsch oder keine Ahnung, wähle ich hier einen zusammenhängenden Bereich aus. Was ich hier gerade mache, ist übrigens, ich halte die Maustaste gedrückt und bewege den Mauszeiger nach links und rechts. Damit, wenn man hier unten auf den Grenzwert Threshold da achtet, dann sieht man, dass sich durch links und rechts bewegen vom Mauszeiger an dieser Stelle die Toleranz erhöhen oder erniedrigen kann. Und ich mache jetzt hier gerade wieder so, als versuche ich mal hier das auszuwählen.
Unterschied übrigens zwischen Auswahl nach Farbe und dem Zauberstab ist, dass der Zauberstab zusammenhängende Bereiche auswählt. Das heißt, ich habe hier nicht das Problem mit dem isolierten, ausgewählten Pixel im Bereich um das Auge drumherum. So, das wähle ich jetzt mal hier aus. Und die Ameisen sind weg, ja. Usenet brauchen einen neuen Ameisenhaufen. Seid ihr versichert, dass es in anderen 2.6-Versionen funktioniert? Ja, ja. Macht mich fertig. So. Ihr stellt euch da jetzt mal die marschierenden Ameisen um diesen Giraffenkopf drum vor. Und ich wähle jetzt wieder die Maske aus und fülle jetzt die Auswahl mit Schwarz. Das kann ich zum Beispiel auch machen, indem ich hier per Drag and Drop die Farbe rübernehme und reinziehe. Und warum sich jetzt hier die Vorschaubild nicht aktualisiert, ist echt, das gibt es alles gar nicht. Also, ja, hier habe ich gerade eben mit gedrückter Alt-Taste auf dieses Ding geklickt. Jetzt ist sozusagen nur die Maske sichtbar und mit Control kann ich den Effekt der Maske temporär abschalten. So, hier habe ich also jetzt meinen Giraffenkopf. Ich muss noch hier unten was gegen den Busch tun. Kann man jetzt auch direkt noch Witze über Amis machen. Etwas gegen Busch tun. Welche von den beiden? So, und jetzt haben wir etwas, der Perfektionist in mir, der sagt, ist noch nicht so richtig toll, weil man hier im Halsbereich immer noch diesen blauen Schatten, ja, erkennt man auch beim Beamer, diesen leichten blauen Schatten vom Übergang zwischen Hals und Himmel sieht. Aber ich muss sagen, das ist etwas, das werde ich mir jetzt an dieser Stelle sparen, weil bis ich da jetzt das Ganze zurechtgefuddelt habe. Da gibt es nette Werkzeuge dafür, aber das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Jedenfalls behaupte ich jetzt mal, ich bin damit zufrieden und kann jetzt dann sagen, damit ich nicht dauernd mit dieser Ebenenmaske hier rumhantiere, klicke ich hier drauf und sage Ebenenmaske anwenden. Und damit bin ich wieder sozusagen bei meinem vorherigen Zustand. Und hier haben wir jetzt noch das Pferd im Hintergrund. Jetzt können wir mal langsam hier Frankenstein spielen. Also erstmal, ich wähle jetzt hier die Giraffenebene aus. Man kann sich das jetzt wirklich von der Vorstellung her klar machen. Das ist wie wenn man transparente Folien übereinander legt, die mal mehr, mal weniger deckend sind. Und deswegen sehen wir also jetzt hier in dem Bereich da den Hintergrund durchscheinen und der Giraffenkopf davor. Und das ist nicht alles irgendwie wie rechteckige Fotoschnipsel, die irgendwie zusammengeklebt werden, sondern ich kann hier freiform mir meine Umrisse sozusagen festlegen. Also erstmal kann man hier ja, verdammte Hacke, irgendwas ist hier komisch. Warum geht es nicht gleich so? Erstmal wollen wir das spiegeln. Mal gerade gucken. Das ist natürlich alles noch so ein bisschen groß. Müssen wir mal ein bisschen kleiner machen. Da kann man jetzt hier mit dem Werkzeug, ich zoome noch mal ein bisschen raus. Das ist jetzt ein Werkzeug. Pardon, wenn ich zwischendurch ruhig werde, dann fällt sich irgendwas anders, als ich es erwarte. Ich wundere mich gerade hier über diesen Rahmen da. Ich ignoriere das jetzt wieder gepflegt, mache hier den Giraffenkopf einfach mal etwas kleiner. So. Passe die. Reicht das schon? Ist immer noch ein ziemlich großer Kopf. Können wir mal gerade hier versuchen, ein bisschen anzupassen.
So, das sieht doch schon fast gut aus. Jetzt haben wir natürlich dann noch so ein paar Probleme. Also einmal dieser blaue Rahmen, der macht mich gerade fertig. Den haben wir offensichtlich vorhin nicht miterwischt. Und dann sieht das natürlich noch sehr offensichtlich nach einer Montage aus. Ich überlege gerade, wie sehr ich da noch in die Tiefe gehen soll. Ich könnte auch das, was ich mal vorbereitet habe, zeigen. Wo war's? Das ist letztlich das Ergebnis, mit dem man dann nach einer gewissen Zeit hinkommt. Also diese gelb gepunktete Linie, die bezeichnet hier die Grenze der ausgewählten Ebene. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das auch eine Demonstration ist, die ich vor Jahren schon mal gemacht habe. Das heißt, ich habe nicht mehr alle Schritte, die ich damals gemacht habe, so im Kopf. Aber wir können mal hier durch die Ebenen durchgehen. Einmal haben wir hier hinten, also da sieht man noch so ungefähr das, was das Pferdebild mal war. Man sieht hier an den Stellen relativ offensichtlich, dass ich hier mit dem Klonwerkzeug gearbeitet habe. Man hat hier etwas sich wiederholende Muster, also hier dieser Punkt und dieser Punkt und dieser Punkt, das waren mal ursprünglich die gleichen Bilddaten. Das heißt, da habe ich mir irgendwo von der Wiese Sachen hergeholt und damit den Kopf, der hier eigentlich ja so runtergeht, zugepinselt. Natürlich kann man das alles noch viel, viel schöner machen, aber es muss einfach mal reichen. Dann haben wir das Problem, dass der Giraffenkopf geht ja sehr hoch, sehr, sehr weit über den Bildrand eigentlich des Pferdebildes hinaus. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass wir da noch mehr Wiesenmaterial hinkriegen. Und da sieht man noch viel, viel offensichtlicher, dass ich da geklont habe. Also hier, wenn man da mal hinguckt, da, irgendwo müssen die Daten halt herkommen. Aber es reicht für, um die Prinzipien sozusagen zu demonstrieren. Wenn man natürlich ernsthaft Beweise fälschen will, dann sollte man sich da bessere Sachen ausdenken. Hier ist dann noch ein kleiner Trick dabei. Man sieht, dass ich hier nach oben hin den Rand weich ausgeblendet habe. Das mache ich hier wieder über genau so einen Ebenenmaskenmechanismus. Das dient einfach nur dazu, um eine scharfe Kante zwischen dem neu hinzugefügten Hintergrund und dem Pferdebild zu vermeiden. Damit man da auf jeden Fall, also damit man da nicht offensichtlich, ich kann mal kurz hier den Effekt wenn ich das hier abschalte. Verdammt, ist das gut. Das ist jetzt besser, als ich es erwartet hätte. Mit ein bisschen Fantasie erkennt man aber hier eine deutliche waagerechte Linie. Na, nicht so deutliche waagerechte Linie. Jedenfalls sieht es so besser aus. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, woher die kamen. Das waren wahrscheinlich mal irgendwie zwischendurch abgespeicherte Auswahlen. Speichert BIM eigentlich auch Anrufschritte? Ja. Also nicht in der Datei. Nicht in der Datei. Nee, aber du hast im Prinzip, solange dein Speicher reicht, hast du Anrufschritte zur Verfügung. Ich weiß nicht mehr genau, was ich hier mit dem Pferd, warum das da noch so... vielleicht war das auch mal... Um das radioaktiv zu machen. Irgendwie so, auch irgendeine Demo, weiß ich nicht mehr genau, zugegebenermaßen. Naja, und dann halt hier oben der Giraffenkopf, der irgendwie vorhin schöner da gesessen hat. Das ist das Bild verschoben. Deswegen, da kommt dann auch... Wo wir gerade bei Anuschritten waren. Da war der Fehler. Auch da war ich offensichtlich zu faul, den blauen Rand, diese blaue Halo hier hinten zu entfernen. Das würde dem Bild nur helfen. Und auch da habe ich es dann letztlich so gemacht, dass ich hier für diesen Übergang zwischen Giraffenhals und Pferdekörper wieder mit einer Ebenenmaske gearbeitet habe.
um sozusagen hier diesen Fleck noch mitzunehmen, aber dann halt möglichst auch einigermaßen glatt in den Pferdekörper überzugehen. So, das war jetzt für jemanden, der noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit Bildbearbeitung hat, wahrscheinlich eine ganz schöne Packung, eine dichte Packung. Gibt es dazu Fragen? Ja, ich würde gerne noch was fragen. Und ja. Zwar, wie kann ein Kreis malen mit einer bestimmten Dicke? Ein Kreis malen, was gibt es mehrere Möglichkeiten? Du kannst entweder hergehen, du machst eine kreisförmige Auswahl, das kannst du machen, indem du das Ellipsenwerkzeug wählst und die Shift-Taste gedrückt hältst. Dann hast du erst einmal einen Kreis ausgewählt. Und du willst den jetzt mit einem Rahmen versehen, oder was? Oder? Ja, also wie so ein Ring. Ja. Was du machen kannst, ist, dass du hier, jetzt hast du ja sozusagen den Ring als marschierende Ameisen. Also den sozusagen den Rand der Auswahl. Und du kannst jetzt hier sagen, Edit Stroke Selection. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Auswahl nachziehen oder irgendwie sowas. Da kommt dann ein Dialog hoch. Da kann ich jetzt entweder auswählen, mit wie viel Pixeln ich das machen möchte. Da gibt es allerdings gute Gründe, das nicht zu verwenden, gerade bei Kreisen, weil das Ergebnis nicht so richtig toll ist. Und ich male hier gerade auf irgendwie einem obskuren Layer da unten. Da sieht man, dass der Kreis sehr, sehr eckig ist, weil es gibt einen guten technischen Grund dafür. Das ist ein Quadrat, das da durchgezogen. Nein, das Problem ist, dass wird die Auswahlgrenze wird quasi in einen Vektor umgewandelt. Allerdings folgt dieser Vektor genau den Pixelgrenzen. Mhm. So, und wenn ich jetzt hergehe und daran einen Pfad nachziehe, dann macht er lauter rechtwinklige. Folgt dem also sehr genau und deswegen kommt also hier diese Zackeligkeit da zustande. Ich mache das deshalb nochmal rückgängig und mache hier wieder den sichtbar und wähle jetzt nochmal hier Stroke Selection und kann jetzt sagen, ich möchte gerne mit einem Malwerkzeug das Ganze nachfahren. Zum Beispiel mit dem Pinsel. Und der verwendet dann den aktuell eingestellten Pinsel, das wäre in dem Fall der hier. Also hier der ist etwas größer, so sieht er eigentlich aus, um dann damit das Ganze nachzufahren und damit sieht es üblicherweise besser aus. Das hängt immer so ein bisschen ab, dass auch das andere, das sozusagen das mit Vektoren nachfahren, das hat seine Daseinsberechtigung, ist aber in dem Fall nicht so praktisch. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn man geometrische Figuren malt, dann ist man in vielen Fällen mit Inkscape besser bedient als mit GIMP. Weil da kann man mit Vektoren hantieren, wenn man also irgendwelche Diagramme malt oder sowas, dann würde ich tendenziell Inkscape empfehlen. Da hat man Objekte auf einer Leinwand, kann die durch die Gegend ziehen, was weiß ich nicht alles, Pfeile malen. Schön, während bei GIMP relativ schnell das, was man zwischendurch mal als Objekt hat, in Pixel umgewandelt wird und dann ist es halt ein Pixelbrei und die Information, dass das hier mal ein Kreis war, ist verloren. Das heißt, da muss man dann jeweils gucken, für welchen Zweck möchte man das einsetzen. Natürlich, wenn man in irgendein Foto irgendwo einen Kreis reinmalen möchte, wo der Fotoinhalt wichtig ist sozusagen, dann kann man das problemlos mit GIMP machen, aber wenn es darum geht, irgendwelche Ablaufdiagramme oder was weiß ich zu malen, dann ist man mit Inkscape besser bedient. Eine beliebte Frage ist übrigens auch, wie malt man gerade Linien? Das ist auch man wählt, klickt auf den Startpunkt, drückt jetzt die Shift-Taste und wenn ich jetzt hier auf den Zielpunkt klicke, dann wird hier eine gerade Linie gewählt mit den aktuellen Einstellungen und das ist deshalb im Moment gerade so gefadet, weil die Druckinformation, die ich gerade hier mit dem Stift mitgegeben habe,
die wird an dieser Stelle mit ausgewertet und das kommt einem hier in die Quere. Ich kann das aber auch hier abschalten und dann ist es eine ganz stracke, gerade Linie. Wir könnten eigentlich von meiner Seite aus, wenn jetzt nicht noch große Wünsche da sind, oder? Ja? Du hast von Vektoren gesprochen. Wie weit arbeitet GIMP überhaupt intern oder überhaupt mit Vektoren? Also intern, die überwiegenden Bildinformationen sind Pixel. Wir haben ein Bezier-Werkzeug hier, das es mir ermöglicht, mit Vektoren zu arbeiten. Das ist also so. Das war das falsche Werkzeug, pardon. Da oben. Das will ich haben. Und so, da sieht man jetzt besser, was Sache ist. Und ich zeige euch gleich auch, dass das bei dem aktuellen GIMP deutlich besser aussieht. Hier habe ich jetzt also so etwas, was so ein bisschen in die Richtung geht, wie man mit Inkscape arbeiten würde. Wobei sich es halt auf einfache Bezier-Pfade beschränkt. Man kann also hier jetzt keine Kreise oder Rechtecke definieren, sondern es beschränkt sich so auf diese typischen Bezier-Segmente, wie man sie vielleicht kennt. Da könnte man eigentlich auch nochmal einen schönen Vortrag machen. Die Mathematik hinter Bezier-Kurven. Das ist übrigens, um mal etwas Phishing for Compliments zu betreiben, dieses Werkzeug habe ich damals neu implementiert. Und mit Bezier-Kurven macht jetzt tatsächlich das Nachfahren viel, viel mehr Sinn, wenn man da die andere Methode verwendet. Also hier kann man jetzt auch sagen, Stroke Path. Muss ich vielleicht noch hinzufügen, hier gibt es einen weiteren Dialog für die Pfade. Da kann man also jetzt auch mehrere Pfade anlegen, also hier einen neuen Pfad, okay. Und wenn ich jetzt mit dem male, dann sind die beide gespeichert und ich kann sie eben verwenden. Wichtig ist halt, dass die in dieser Form keinen Beitrag zum Bildinhalt liefern, sondern das sind nur abstrakte Pfaddefinitionen. Damit kann ich zum Beispiel hergehen und einen Umriss eines Objektes nachmalen, nachkonstruieren, wenn man so will, und das später nutzen, um daraus eine Auswahl zu erzeugen. Also ich kann hierher gehen und sagen, ich klicke hier diesen Button und habe jetzt eine Auswahl erzeugt, die auf diesem Pfad basiert. Das heißt, man kann gut ein Objekt haben vor einem Hintergrund, guckt, dass man mit dem Pfad sich den Umriss definiert, speichert den mit ab und überlässt dann demjenigen, dem man das Bild vielleicht weitergibt, die Wahl, was er mit diesem Pfad nun machen möchte. Was ist nochmal der Vorteil zwischen der Auswahl mit diesem Werkzeug und der Auswahl mit dem normalen? Also ein Vorteil bei den Pfaden ist, dass die als manipulierbare Objekte erhalten bleiben. Und eine Auswahl, wie wir sie vorhin gemacht haben, ist im Prinzip ein Rasterbild, das man natürlich auch manipulieren kann, aber nicht in der Form, wie man jetzt so einen Knoten anfasst und durch die Gegend zieht, sondern man muss es mit Pixelwerkzeugen sozusagen bearbeiten. Ich kann jetzt also hier hergehen, Stroke Path, und wähle jetzt wieder das, was vorhin bei unserem Kreis so fürchterlich schiefgelaufen ist, dass er da genau diese marschierenden Ameisen da so nachgefahren hat. Das passiert einem bei den Bezier-Pfaden nicht. Hier kann ich jetzt also auch schön sagen, ich möchte jetzt gerne hier, da kann man sogar hier noch viel einstellen. Ich kann hier auch eine gestrichelte Linie einstellen. Und da sieht man jetzt, dass ich da ein bisschen übertrieben habe. Also der Pfad wurde jetzt halt, ich mache das nochmal rückgängig, pardon, da erkennt man ja gar nichts mehr. Wähle jetzt hier eine solide Farbe aus. Und da siehst du jetzt, dass also dieser zackelige Effekt nicht mehr da ist, sondern dass hier der Rand sauber anti-aliased ist. Also da ist ein weicher
Übergang sozusagen. Und der Pfad bleibt also als Objekt erhalten. Der wird auch mit dem Bild, wenn man das Bild als XCF-Datei abspeichert, bleibt er erhalten. Und da oben ist ein Bug. aber der liegt wahrscheinlich nicht an GIMP, sondern an Kai. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel ein Gesicht hat und den Umriss des Gesichts mit einem Pfad beschrieben hat, dann kann man jetzt dieses Werkzeug nutzen, um den Pfad um das Gesicht herum malen. Dann malt man den quasi so ein Outline. Oder man macht eine Auswahl daraus, wenn man zum Beispiel das Gesicht vom Hintergrund freistellen möchte. Das wäre so eine Geschichte. Und das ist sozusagen, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, das, was wir mit Vektorinformationen sozusagen uns beibehalten und auch im Bild mit abspeichern. Für alles Weitergehende würde ich zu Inkscape raten. Okay. Wir haben natürlich schon auch unsere Gedanken gemacht, was kann man da noch weitergehend machen. Text ist in gewissen Grenzen auch eine Art Pfadinformation, die mit abgespeichert wird. Und wir haben auch schon die Idee, dass man so grundlegende geometrische Objekte vielleicht auch als Vektorlayer sozusagen mit in das Bild integrieren kann. Da sind wir aber noch nicht so weit. Aber wir haben es ja nicht eilig. Dann noch eine Frage im Vergleich zu Vektorprogrammen. Gibt es so eine Undo-V-Story, wo man auch in der Mitte irgendwelche Schritte rausnehmen kann? In der Mitte Schritte rausnehmen können wir nicht. Mhm. Es gibt aber so doch eine Undo-V-Story. Das ist dieses Ding hier, das hatte ich sogar schon gedockt. Da sieht man, was sozusagen in der Vergangenheit alles Mögliche passiert ist. Und kann auch hier einfach reinklicken und sagen, hier, das war der Schritt. Boah, der ist ja spannend. Na, vielleicht auch nicht. Ja, soweit dazu. Könnt ihr mit Vorbildern umgehen von Kameras? Es gibt ein Plugin, DC-RAW, welches das Importieren sozusagen übernimmt. Allerdings, und da kann ich jetzt einen hervorragenden, danke für die Frage, eleganten Bogen schlagen zur aktuellen Entwicklerversion. Die Version GIMP, die ich hier habe, das ist Version 2.6, aber das gilt genauso für die Version 2.8. Die hat eine ziemlich dramatische Beschränkung. Die kann nämlich die Farbinformationen pro Farbkanal nur mit 8-Bit-Farbtiefe abspeichern. Das heißt, wir haben nur 256 Schritte Rot, Blau, Grün, was also 24 Bit pro Pixel sind, plus eventuell halt noch 8 Bit Alpha-Kanal, aber wir kommen über diese 8 Bit nicht hinaus. Und das ist eine der treibenden Kräfte oder treibenden Schwachstellen sozusagen gewesen, die uns schon seit langem zur Migration, ich muss vielleicht nochmal ein Stück ausholen und sagen, wo das Problem ist. Das Problem ist, als die 95 angefangen haben, das GIMP zu entwickeln, da hat kein Mensch an höhere Bittiefen gedacht, sondern irgendwie, das waren High-End-Workstations, die überhaupt 24-bittige Grafiken auf dem Bildschirm darstellen können. Das heißt, das war völlig ausreichend. Das Problem ist nur, dass eben in dieser Zeit diese Annahme, 8 Bit pro Farbkanal, pro Pixel, sind völlig ausreichend, steckt vorne bis hinten im Bildbearbeitungskern sozusagen drin. Und wir haben einen Heidenschiss davor gehabt, das anzufassen, weil der Code, der ist wirklich uralt. Kein Mensch von den aktuellen Entwicklern versteht genau, wie der funktioniert. Und das war also eine sehr große mentale Hürde, das sozusagen anzugehen. Und es gibt deshalb schon seit bald über 10 Jahren das Projekt Gegel, welches eben genau versucht, einen neuen Bildbearbeitungskern zu schaffen, der mit mehr umgehen kann, also 16-Bit pro Farbkanal oder sogar Floating-Point-Zahlen. Und das kann ich euch jetzt zeigen. Mal gucken. Sieht gar nicht so anders aus. Das ist die aktuelle Entwicklerversion. Hm.
bei der übrigens, bevor ihr euch wundert, die Druckempfindlichkeit bei dem Tablet kaputt ist. Muss ich mal gerade gucken hier. Und hier ist es jetzt so, dass zusätzlich zur Auswahl des Bildmodus, ob das jetzt ein Graustufenbild ist oder ein RGB-Bild, gibt es gleichzeitig noch die Möglichkeit auszuwählen, in welchem Format die Pixel tatsächlich, Farbinformationen abgespeichert werden. 8-Bit ist das, was, sagen wir mal, Standard ist, und ich zeige euch gerne gleich mal, wo da ein Problem ist. Wenn wir hier nämlich zum Beispiel das das Levels-Werkzeug auswählen, was übrigens das eine ganz gute Möglichkeit ist, um so Belichtungsprobleme zu korrigieren. Also was weiß ich, das kann jetzt hier das ganze Bild ein bisschen kontrastreicher machen oder den Gamma-Wert verschieben. Da kann man also entweder Belichtungsprobleme korrigieren oder welche erzeugen. Ich finde es immer wieder faszinierend. Man guckt sich das Bild an und es fällt einem nichts auf. Dann macht man da ein bisschen mehr Kontrast rein und drückt auf Reset und plötzlich ist das Bild unglaublich flau. Aber was ich jetzt hier mache, ist was ganz Extremes. Ich drücke sozusagen den Kontrast massiv zusammen. Ja, beziehungsweise, ich wollte es eigentlich umgekehrt machen. Das, was ausgegeben wird, drücke ich massiv zusammen. So, dass es im Prinzip ein fast einheitliches Grau ist. Das wende ich jetzt mal an. Und mache jetzt sozusagen die inverse Operation. Das heißt, ich wähle wieder das Levels aus. Wir sehen, das Histogramm ist jetzt auf diesen ganz kleinen, schmalen Peak zusammengedrückt. Und ich kann jetzt hier versuchen, die originalen Bildinformationen wieder rauszuholen. Was aber jetzt an dieser Stelle passiert ist, ist, dass wir jetzt hier Banding haben. Das heißt, wir sehen, dass plötzlich die da Stufen in den Farbwerten sind, die vorher nicht da waren. Das hängt damit zusammen, dass wir die originalen Bilddaten genommen haben, welche mit 8-Bit pro Farbe vorliegen. Komprimiert, es sind immer noch 8-Bit, allerdings haben wir jetzt nur einen winzig kleinen Bruchteil von diesem Wertebereich ausgenutzt. Und dann haben wir das wieder auseinandergezerrt, mit dem Erfolg, dass wir dann allerdings eben genau diese Reduktion wieder nur gespreizt haben, aber einen deutlichen Qualitätsverlust haben. Das sieht man auch hier, wenn man jetzt hier sich das Histogramm anguckt. Da sieht man, dass hier jetzt plötzlich sehr diskrete Werte nur noch genutzt werden. Das hängt halt genau mit dieser Kompression und wieder Expansion zusammen. Was ich jetzt also mache, ist, ich mache hier nochmal einen Undo. Das war das, was wir vorher hatten. Und wechsle jetzt von der Präzision her auf 16-Bit Integer. Es hat sich eigentlich nicht viel getan, außer dass ich jetzt mir 16-Bit pro Farbkanal gönne, um diese Information zu speichern. Und wenn ich jetzt hier was Vergleichbares mache, gehe also jetzt auch hier wieder, das wollte ich da machen, komprimiere das. Okay. Und ziehe das jetzt wieder auseinander. Ja, ich mache mal hier, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Dann sieht man, die Informationen sind noch da. Auch bei 16-Bit hat quasi so eine Art Banding stattgefunden, allerdings auch bei einem viel, viel kleineren Farbunterschied sozusagen. Das heißt, diese höheren Bittiefen sind jetzt insbesondere deshalb auch interessant, weil sie es einem erlauben, mit mehr, gerade wenn man in der Bildbearbeitung viele, viele Arbeitsschritte hintereinander macht, dann kann es sein, dass sich Fehler aufsummieren mit der Zeit. Und
dafür sind diese höheren Tiefen einfach sehr, sehr wichtig. Ich überlege gerade. Was übrigens als quasi Abfallprodukt bei dieser ganzen Sache entschieden ist. Ursprünglich war der Plan, dass wir den Indexed-Modus, also die Indexed-Modus bezeichnet, dass ein Bild eine Farbpalette hat und die Pixel jeweils, also typischerweise mit einem Byte gespeichert werden, welches dann als Index in eine Farbtabelle interpretiert wird. Also zum Beispiel GIF ist ein ganz klassisches Format, was nach diesem Prinzip arbeitet. Es hat eine Farbtabelle und sagt dann, okay, dieses Pixel hat die Farbe Nummer 1, dieses Pixel hat die Farbe Nummer 5 und dieses Pixel hat die Farbe Nummer 27. Das ist etwas, was in der Bildbearbeitung ein schwieriges Thema ist, weil es das Handhaben von Bildern, gerade wenn es darum geht, irgendwelche weichen Übergänge zu berechnen oder sowas, das macht es sehr, sehr schwierig, weil man hat berechnet eine Zwischenfarbe und stellt fest, ups, diese Zwischenfarbe ist ja gar nicht in meiner Palette drin und ich habe aber schon alle Palettenfarben genutzt, was mache ich denn jetzt? Deswegen war ursprünglich der Plan, dass wir sagen, okay, wir machen das, dieses ganze Indexed-Farbzeugs machen wir raus, das ist sowieso nur wichtig, wenn man hinterher ein Bild tatsächlich als GIF abspeichern will, da kann man das genauso gut als letzten Schritt vor der endgültigen Bearbeitung machen. Es hat sich dann rausgestellt, dass dann der Mitch und der Ilvin Kolos, der Pippin, die zusammengesessen haben und dieses Portieren, diese Mammutarbeit innerhalb von zwei Wochen dann tatsächlich erledigt haben. Irgendeiner muss gesagt haben, also eigentlich müsste doch das und das gehen. Und dann hat der andere gesagt, lass mal probieren. Und das hat dann tatsächlich besser funktioniert, als sie ursprünglich erwartet haben. Ich wandle das Bild jetzt mal in einen Index-Modus rum mit relativ wenigen Farben. Und jetzt kann man hier zum Beispiel plötzlich, was vorher in GIMP nicht ging, den Wischfinger verwenden. Und hier das Bild verwischen. Wobei automatisch die jeweils passendste Farbe aus der Palette rausgewählt wird. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass diese Gegel-Infrastruktur in GIMP so mächtig ist, dass das Wischwerkzeug davon gar nichts mitkriegt. Das Wischwerkzeug sagt, ach, ich würde eigentlich gerne das Wischen machen in einem RGB-Farbraum mit so und so viel Bits und das Ganze. Und die Gegel-Infrastruktur sorgt dann, dass das Bild, dass das Wischwerkzeug diese Information bekommt. Das Wischwerkzeug kann sein Ding tun und zurück. Dann wird es anschließend automatisch zurückgewandelt, wieder auf diese Indexpalette abgebildet. Und seitdem gehen halt auch so Sachen wie hier der Gaußsche Weichzeichner funktionieren plötzlich, was vorher in GIMP nicht ging. Also ich finde, das war ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis, als das mittendrin einfach so passierte. Ja. Das ist total gut, dass es erhalten bleibt, weil ich weiß zum Beispiel, zumindest früher hat das Ubuntu Users Wiki, das den Index-Modus für PNGs exzessiv benutzt, ja. Auch fürs Webklang benutzt. Ja. Es ist aber natürlich trotzdem die Frage, wie viel Ballast ist man bereit mitzuschleppen. Wenn es nur darum geht, irgendwie Bilder klein zu kriegen, dann kann man das sehr gut in ein Plugin auslagern, das dann halt sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Web-Kompressions-Plugin und kann dann da die harten Entscheidungen treffen, wie viele Farben lasse ich zu, wie viele Kompromisse bin ich sozusagen bereit einzugehen, Größe versus Qualität. Und das Spannende bei dieser Geschichte ist halt, dass plötzlich, also vorher in dem alten GIMP funktioniert das Gaußsche Plugin nicht mit Indexed-Bildern. Und auch der Weichzeichner, der verweigert stumpf die Arbeit. Das war doch ein sehr überraschendes Ergebnis an dieser Stelle. Ja? Läuft das vielleicht zur nächsten Frage? Aber würde mich abwenden, wenn das ganz am Anfang schon war. Ihr habt ja GIMP neu ausgerichtet, nachdem ihr diese Nutzerbefragung durchgeführt habt? Vor einer Weile. Das habe ich überhaupt vergessen zu erzählen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit einem Interaction-Architekt in Berlin zusammen.
Interaction Architect nennt er sich, weil er sich nicht als Usability Designer bezeichnen möchte, sondern er möchte gerne strukturieren, wie interagiert ein Programm mit seinem Benutzer. Da sind einige sehr, sehr gute, in meinen Augen sehr, sehr gute Dinge dabei herumgekommen, die auch zum überwiegenden Teil sehr, sehr positiv von unseren Benutzern aufgenommen worden sind. Und das geht jetzt seit einigen Jahren so immer wieder peu à peu, je nachdem, wie viel Zeit wechselseitig vorhanden ist. Und für mich war das damals wirklich augenöffnend, als ich den das erste Mal in Aktion erlebt habe und plötzlich diese ganzen, man muss dazu sagen, ich mache keine Bildbearbeitung, sondern für mich ist der Reiz, an GIMP zu arbeiten, das, was da im Hintergrund passiert, der Quellcode und das, man hat ein spannendes Projekt und kann daran arbeiten, das ist toll, aber ich benutze GIMP eigentlich nicht viel. Es war dann halt, das Dilemma, in dem man da steckt, ist, man hat irgendwie Macht über den Quellcode, ja, man kann da irgendwie Sachen dran ändern, aber auf der anderen Seite hat man keine klare Vorstellung, wie arbeiten denn jetzt eigentlich meine Benutzer mit dem Werkzeug. Als ich das habe ich ganz deutlich gemerkt, als ich das Pfadwerkzeug neu gemacht habe. Ich habe da im luftleeren Raum gesessen und habe gedacht, jetzt habe ich irgendwie die Möglichkeit, entweder ich kopiere irgendwas Existierendes, nicht so spannend, da macht man garantiert keine Innovation, oder ich setze mich jetzt hier sehr hin und versuche ein logisch konsistentes Modell aufzubauen und stelle mir etwas vor, was hoffentlich gut funktioniert und was irgendwie total cool ist. Das war dann letztlich damals der Weg, den ich dann gegangen bin, dass ich da dann irgendwie darüber gesessen habe und meditiert habe, wie könnte man diese Funktionalität noch unterbringen und wo ist da noch ein Modifier frei, um da noch was weiteres zu machen. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass man in dem Moment völlig an seinem Benutzer vorbei entwickelt. Und als wir dann das erste Mal Kontakt hatten mit diesem Interaction Architect, war plötzlich, hatte der da seinen Werkzeugkasten, hat den aufgemacht, hat dann da so Sachen rausgeholt wie Paper Prototyping, was ich vorher noch nie gehört hatte. Die Idee ist, dass man die Leute gar nicht vor das Programm setzt, sondern dass man, also bei Paper Prototyping, es gibt natürlich noch viele, viele andere Methoden, aber man setzt die Leute vor ein Blatt Papier und sagt, so, du möchtest jetzt diese und jene Aufgabe erledigen. Ich male mal hier mit dem Kuli so einen Dialog hin, schnipsel mir ein paar Schnipsel zurecht mit irgendwie Buttons, schreib da irgendwie Texte drauf und dann fangen wir mal an, diese Sachen durch die Gegend zu schubsen. Wo würdest du denn hinklicken, wenn du jetzt diesen Dialog bestätigen möchtest? Und so auf diese Art und Weise wird dann interaktiv mit einem potenziellen Benutzer ein neues User Interface entwickelt, was natürlich dann noch von anderer Seite noch versucht wird zu unterfüttern. Also was man auch machen kann, sind Usability Studies. Das heißt, man guckt Leuten beim Benutzen des Programms zu, ohne einzugreifen und sieht dann plötzlich, oh mein Gott, das ist doch völlig offensichtlich, dass dieser Button da ist. Warum benutzt du ihn nicht? Ja. Und lernt dann, dass offensichtlich dieser Button so schlecht gestaltet ist, dass die Leute den nicht finden, ja, dass die nicht verstehen, warum der da ist. Und da kommen teilweise bittere Wahrheiten zutage. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau, vor welchem Hintergrund du die Frage gestellt hast. Du hast so ein bisschen, also was in dem Prozess, in dem Zusammenhang auch passiert ist, dass das war so eine der ersten Fragen, die der uns gestellt hat, für wen entwickelt ihr denn eigentlich das Programm? Ja, und für die Leute, die es benutzen, ja. Was eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, ist, dass wir eine sogenannte Product Vision versucht haben zu entwickeln. Wo wollen wir hin? Und diese Product Vision ist sozusagen ein Werkzeug, die einem selber dabei hilft, sich auf eine bestimmte Nutzergruppe zu konzentrieren. Und für uns war damals eigentlich klar, dass wir gerne ambitionierte Benutzer ansprechen möchten, Leute, die professionell einsetzen, was auch immer das jetzt genau heißt, ist dann natürlich im
Detail dann zu klären. Aber das ermöglicht, wenn man dann so eine Product Vision hat, dann ermöglicht es einem das leichter, Nein zu sagen. Wenn dann eben Leute ankommen, die sagen, hier, ich habe meine 500 Bilder und möchte die jetzt alle von JPEG nach GIF konvertieren, dann können wir sagen, dass du bist eine Anwendung, das, was du machst, ist eine Anwendung, das sehen wir nicht in unserer Product Vision sozusagen. Das ist etwas, das kann man mit anderen Werkzeugen viel, viel besser erledigen. Oder auch denjenigen, der, was weiß ich, jetzt sein Foto geschossen hat, mit der Digitalkamera dieses in GIMP reinladen möchte, ein bisschen farbkorrigieren und dann wieder abspeichern möchte. Das ist nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Das heißt nicht, dass wir diesen Leuten irgendwie verbieten wollen, dass sie GIMP verwenden. Es heißt auch nicht, dass wir denen das Leben unnötig schwer machen, aber es heißt eben auch, dass wir nicht unbedingt jetzt Hilfen für diese Anwenderleute implementieren, die anderen professionellen Benutzern eventuell in die Quere kommen können. Das heißt, wir haben ein Werkzeug an der Hand, das uns ermöglicht, Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, ja, das ist zwar richtig, das könnte man bequemer gestalten, hilft aber unserer eigentlichen Zielgruppe oder umgekehrt, das würde unserer eigentlichen Benutzergruppe in die Quere kommen. Das heißt, wir versuchen nicht irgendwie das umfassende, allwissende, was für jeden das richtige Programm ist, zu entwickeln, sondern wir haben einen ganz klaren Fokus, der uns eben auch sagt, ja, das machen wir und nee, das lassen wir besser bleiben. Und was insbesondere auch deshalb wichtig ist, weil, hatte ich ja am Anfang, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, angesprochen, wir GIMP-Entwickler sind nicht viele. Das ist eine kleine zweistellige Zahl. Und deswegen müssen wir auch gucken, wo wir uns hin konzentrieren. Also da ist ein ganz drastisches Missverhältnis zwischen Anzahl Entwicklern und Anzahl Benutzer. Ich hätte jetzt schon eine zweistellige Zahl. Ich hatte den Kopf, dass ihr drei Kernentwickler habt. Das mit der zweistelligen Zahl ist das optimistisch. Das ist tatsächlich so, dass es hat sich in der letzten Zeit etwas auf eine breitere Basis gestellt, wobei die Leute aber natürlich immer nur einzelne Aspekte haben. Man muss aber wirklich sagen, dass ein Großteil von dem, was jetzt vor GIMP 2.6, vor 2.8 passiert ist, ist in weiten Teilen der Verdienst von zwei Leuten. Das ist der Sven Neumann und der Michael Natterer, die Maintainer von GIMP, die, also was der Mitch als an Code raushaut, das ist unglaublich. Und er hat auch keine Angst, mal eben Struktur, Infrastruktur, alles umzuschmeißen. Während ich eher so jemand bin, ich mache lieber kosmetische Änderungen an einem Punkt oder isolierte Änderungen, die ich überblicken kann. Und ich bin nicht so unbedingt der Typ, der jetzt irgendwie die ganze Architektur von GIMP als Ganzes im Blick hat. Mitch und Sven haben gleichzeitig noch die Eigenschaft, dass sie sehr, sehr genau darauf achten, welche Qualität der Quellcode hat, der in GIMP reingebracht wird, was in meinen Augen, wobei ich da zugegebenermaßen total voreingenommen bin, also GIMP ist in meinen Augen eins der am besten organisierten Open-Source-Programme, die ich kenne. Und da halte ich also sehr, sehr viel davon an der Stelle. Wolltest du noch was zu den, klärt das so ungefähr das, was diese Geschichte mit dem Interaction-Architekt zu tun hat? Von dir noch mehr, weil ich es einfach total spannend finde, weil ihr seid wirklich ja eins der ganz wenigen und vor allem eines der ersten großen Open-Source-Projekte, was ich da mit so einem Designer oder Interaction-Designer, ist das ja so wirklich. Ja. Also wir sind nicht die Ersten, da gab es vorher schon Projekte mit GNOME zusammen und solche Sachen, die auch nicht ganz zu vernachlässigen sind, aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eine spannende Geschichte, auf jeden Fall. Und im Moment sind wir übrigens gerade, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, haben wir auf der GIMP Developers Mailing Liste einen einzigen Flame War, weil wir eine ziemlich entscheidende Sache umgestellt haben. Und dafür kriegen wir im Moment mächtig Flack. Wenn man nämlich in dem aktuellen GIMP, das ist auch in der Version 2.8 so drin, auf Save geht und hier sagt, okay, ich möchte das gerne als PNG abspeichern, dann kommt ein Warndialog hoch, der sagt, nee, du kannst das nicht als PNG abspeichern, du musst das exportieren. Wir machen also eine ganz klare Trennung zwischen dem Abspeichern und dem Exportieren, während das Abspeichern wirklich so viel
an Informationen abspeichern soll und auch insbesondere eben keine Arbeit zerstören soll, ist das Exportieren für das Exportieren in andere Programme. Das ist eine ganz, ganz heiße Diskussion, die sich auf der Mailingliste auch sehr, sehr repetitiv anhört, weil... würde mein Workflow mit dem völlig zerstören. Ganz klar. Dann musst du dich anpassen. Pardon. Das ist eine valide Position, klar. Also ich will die Diskussion nicht führen, aber ich verstehe, dass es hier gibt. Also der Hintergrund, das Katastrophenszenario, was wir sozusagen versuchen zu vermeiden, ist, dass du hergehst, hast dein Projekt, was viele, viele Ebenen hat, Masken, Pfade, alles drum und dran und sagst her, okay, ich speichere das jetzt als PNG ab. Dann ist hinterher das Bild als gespeichert markiert. Später lädst du das Bild wieder rein und stellst fest, ups, es ist ja nur noch eine einzige flache Ebene. Und deine ganze Arbeit mit den vielen verschiedenen Schichten und sowas ist puff weg. Das ist sozusagen das Katastrophenszenario, weshalb wir glauben, und da sieht man genau übrigens jetzt den Unterschied zwischen, was ich meinte mit Ausrichten auf professionelle Benutzer oder es jeden glücklich machen. Wir möchten vermeiden, dass der professionelle Nutzer Arbeit verliert. Und wir gehen eben davon aus, dass jeder ernsthafte Benutzer mit GIMP viele, viele Ebenen hat. Das heißt, wir müssen Sorgfalt walten lassen, um diese Ebenen nicht zu zerstören. Und deswegen ist diese Trennung zwischen Speichern, die das Projekt speichert und eben die Information speichert und sichert, und Exportieren wichtig. Auch wenn das heißt, dass jemand, der ein JPEG reinlädt, Farben korrigiert, hinterher als JPEG wieder abspeichern muss, sich daran gewöhnen muss, dass er halt eben jetzt auf Export statt auf Save gehen muss. Nachfrage direkt dazu. Habt ihr die Nutzer, die ihr damit ansprechen wollt, gefragt, ob das für sie ein Problem ist? Also die du sagst ja, es geht um professionelle Nutzer, die wollen wir schützen vor diesem Verlust. Ist das für sie ein Problem? Also sehen die das aus? Wisst ihr das? Also, ich habe das nicht selber mit betreut, diese ganze Geschichte. Das heißt, ich verlasse mich da im Moment auf das, was besagter Interaction Architect uns empfohlen hat und die Spezifikation, die er geschrieben hat. Wie er jetzt zu diesem Schluss gekommen ist, was er dafür alles getan hat, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß aber, dass erstens das nichts Ungewöhnliches ist, dass es durchaus einige Präzedenzfälle gibt sozusagen von Programmen, die genau diese Unterscheidung machen. Zum Beispiel, man kann das ja auf unterschiedliche Arten und Weisen realisieren. Zum Beispiel LibreOffice oder OpenOffice, die haben im Prinzip genau das Gleiche. Wenn du da irgendwie ein Textverarbeitungsdokument einlädst und das dann hinterher als .txt abspeicherst, dann gibt es einen fetten Warndialog. Lässt sich trotzdem machen, aber es gibt halt eben einen fetten Warndialog. Das wäre auch ein möglicher Weg gewesen, aber wir wollten eine ganz klare Trennung haben, auch weil wir... die Hoffnung haben, dass unsere Benutzer sich an diesen anderen Workflow gewöhnen werden. Und wir kriegen auch nicht nur negatives Feedback, sondern wir kriegen durchaus auch, gerade weil es sind so ein paar Leute, die sehr, sehr persistent auf der Mailingliste argumentieren und wir begründen und irgendwann haben wir halt auch keine Lust mehr. Aber wir beobachten halt durchaus auch, dass je länger diese Diskussion sich hinzieht, desto mehr Leute sagen, hier, ich habe mich schon dran gewöhnt. Oder, ja klar, es macht doch total Sinn. Hat mich schon so und so viel Arbeit gekostet, dass ich da mir aus Versehen Arbeit zerstört habe. Also es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sicherlich nachvollziehbarerweise, weil die Leute müssen sich umgewöhnen und das ist immer unangenehm, aber wir kriegen durchaus auch positives Feedback, was uns ein Stück weit darin bestätigt, dass wir da nicht ganz falsch liegen. Ich finde das übrigens auch gut, wobei ich das auch präferieren würde mit einer Warnung, dass man dann immer noch die Möglichkeit hat, okay, ich weiß, was ich tue. Ja, das war eben auch ein Diskussionspunkt. Man könnte ja jetzt hier an dieser Stelle sagen, okay, ich mache noch einen Button dazu, exportiere, das mich dann sozusagen in diesen anderen Dialog überführt. Finde ich haarig, weil das dich dann als mitmigrierender Benutzer dazu erzieht, dass du nach wie vor dein Ctrl-S als Speichern verwendest und dann automatisch da diesen Stördialog überspringst zum Exportieren und dann kriegen wir genau das gleiche Flak, warum habt ihr denn da diesen nervigen Dialog eingebaut? Ja? Der ist doch gar nicht nötig. Ja? Deswegen ist meiner Meinung nach
wichtig, wenn man diese Unterscheidung zwischen Speichern und Exportieren in die Köpfe der Benutzer reinkriegen kann, dann darf man keine Abkürzungen anbieten. Also ist mein Standpunkt dazu. Kann man sicherlich drüber diskutieren. Simon, bei den Exportfunktionen habe ich jetzt zum Beispiel letzte Woche auch aktuell bei dem CC51 Bootsbericht ein bisschen mit rumgeschrieben. Mhm. Freudigerweise festgestellt, dass es eine 565er Ausgabe hat. Mhm. Ich habe daheim aber auch noch ein anderes Board, da habe ich so ein bisschen, ja, ich sag mal, RGB-Bugfixes drin. Ist da irgendwie auch, oder wäre es möglich, da irgendwelche Ausgabemodule zu generieren, die mir quasi meine RGB-Daten zum Hardware irgendwie anpassen könnten? Fehlerhaftes Routing oder so? Das kannst du auf jeden Fall machen. Muss im schlimmsten Fall heißt das eigenes Plugin programmieren. Also die ganzen Dateiformate sind, also gerade die Export-File-Formate sind alles als Plugins implementiert. Die gibt's, sind bei GIMP dabei als Source-Code und das anzupassen, dass man jetzt sein eigenes Hardware-spezifisches Format ausspuckt. Zum Hintergrund, wir kennen uns von einem Projekt her und dafür wird der Bootsplash als BMP-Datei abgespeichert, allerdings mit 16-Bit pro Pixel, das heißt RGB 565 als Farbformat. Und das ist jetzt halt bei GIMP ganz praktisch, dass man da dieses 565-Format schon als BMP-Format hat. Allerdings, wenn man was anderes braucht, dann ist man da an die Einschränkung von diesem Plugin gebunden. Oder man geht halt her und entwickelt sein eigenes Plugin. Das ist auch kein Hexenwerk. Ich habe bei mir halt das Problem auf einer anderen Hardware. Ich habe halt explizit einen RGB-Tauscher gehabt bei zwei Pixeln. Und klar, ich kann das jetzt in der Software mühselig umrechnen, dass das hin und her geschüttelt wird und passt. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber so ein schönes Plugin, sage ich mal, dass ich mir meine Bilder einfach da reinhole und exportiere in ein Format als, ja, ich sag mal, RGB-Bugfixer, das wäre schon eine geniale Sache, weil die Rechenleistung und Kapazität eigentlich gar nicht ist. Ja. Vor allem das auch ich weiß nicht, ob dir das eventuell schon weiterhilft. Hier gibt es einen sogenannten Channel-Mixer, wo du beschreiben kannst, wie du die Farben durch die Gegend mischen kannst. Also du kannst zum Beispiel den Rot- und Blau-Kanal miteinander vertauschen, indem du sagst, okay, der Rotkanal des Zielbildes setzt sich zusammen aus 100% Blau und der Blaukanal des Bildes setzt sich zusammen aus 100% Rot. Damit hättest du jetzt sozusagen Rot- und Blaukanal getauscht und könntest das dann jetzt als dein BMP-Format wieder abspeichern, wie auch immer. Obwohl das natürlich unhandlich ist. Ja, das willst du so nicht haben. Wenn ich zwei komplette Farben getauscht habe, kann ich sowas machen, aber einzelne Bitleitung ist dann ein bisschen blöd. Wenn du tatsächlich ein kompliziertes Ding hast, dann ist das einfachste eigentlich, sich ein eigenes Plugin zu entwickeln. Wenn du Lust dran hast... nach dem seriellen Monitor. es ist echt kein Hexenwerk, ein Plugin ist nicht besonders... Also, bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich, aber auch kein Hexenwerk. Skriptsteuerung gibt es da gar nicht bei, oder? Wir haben eine mehrere Sprachanbindung. Das klassische ist das Script-Fu, was ein Scheme-Dialekt ist, wo man Abläufe skripten kann, was quasi eine Art Programmierung ist. Natürlich, also das, was wir nicht haben, ist ein Recorder, dass man also Aktionen im User Interface mitschneidet und die dann später wieder abspielt. Das haben wir nicht, aber wir haben eben verschiedene Skriptsprachen. Du kannst Python verwenden, du kannst Script-Fu, also diesen Scheme-Dialekt, verwenden. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal Perl-Anbindungen und was weiß ich nicht alles, wobei ich das nicht alles im Detail verfolge, was da noch aktuell ist und was noch funktioniert sozusagen. Aber da sind wir auf jeden Fall relativ flexibel und im schlimmsten Fall gehst du halt her und schreibst dein Plugin in C. Kannst du noch was zum XCF-Dateiformat sagen? Das XCF-Dateiformat, das ist das, wo die GIMP-Bilder, das GIMP-eigene Dateiformat sozusagen. Damit haben wir das Ziel, alles, was abspeichernswert ist, auch drin abzuspeichern. Das heißt insbesondere, dass es auch nicht als Austauschformat gedacht ist.
Das heißt, es gibt keine richtige formale Spezifikation, sondern das ist so das, was wir nach eigenem Gusto sozusagen machen. Image Magic kann XCF lesen, aber wir behalten uns sozusagen vor, das zu erweitern und ja, potenziell inkompatible Änderungen zu machen, wobei wir natürlich immer unsere eigenen Bilder wieder einlesen können wollen, das ist schon klar. Ist das so ein Object Screen oder ist das tech-orientiert irgendwie? Müsste ich selber reingucken. Habe ich lange nicht gemacht. Es ist durchaus sinnvoll. Also zum Beispiel war es relativ einfach, es anzupassen auf diese höheren Bit-Tiefen. Ja. Aber ich habe da nicht im Detail reingeguckt. Ich habe da einmal reingeguckt, als darum ging, Pfade mit abzuspeichern. Aber das ist auch schon wieder eine ganze Zeit lang her. Was übrigens eine spannende Entwicklung ist, es gibt eine Initiative für das Open Raster Format, welches ein neu entwickeltes Dateiformat ist, was tatsächlich als Austauschformat für Bilder mit verschiedenen Ebenen und komplexen Operationen drin gedacht ist. Das wird also dann sicherlich in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen. Weil es gibt quasi keine wirklichen guten Austauschformate für mehrschichtige Bilder. Es gibt TIFF, welches mehrere Ebenen abspeichern kann, aber TIFF ist wirklich ein gruseliges Format. Mhm. Ja, das Open Raster, da steckt viel Hoffnung drin, dass das gut wird. So, ich glaube, wenn ihr mir nicht jetzt noch Fragen nachliefert, dann habe ich so langsam meinen Pulver verschossen. Noch eine Frage zum Arbeiten mit GIMP. Sagen wir mal, ich bin zu der Tourist und mache Fotos. Jetzt laufen mir Leute durchs Bild. Mal sind sie rechts, mal links. Mhm. Aber ich schieße aus der Hand. Ja. Jetzt will ich natürlich die Leute weghaben und kann jetzt theoretisch aus einem Bild einen Ausschnitt ausschneiden und ins andere reinkleben. Und wenn ich es von der Hand verschiebe, ist es ungenau. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu matchen, wo das hingehört? Also, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du mehrere Bilder in deinen Ebenenstapel übernimmst. Und dann kannst du schon anfangen, die Bilder gegeneinander auszurichten. Also, was weiß ich, du machst so eine Art Panoramafoto, dann kannst du übereinander liegende Objekte schon gut zusammenpassen. Wobei das natürlich mit der Deformation, wenn du dann eben doch nicht so ganz perfekt warst mit deiner Kamera, da wird es ein bisschen schwierig. Da gibt es keine fertigen Werkzeuge in GIMP. Doch, because. Sag's mir. Autostitch. Das ist nicht in GIMP drin. Also es gibt ein Plugin, das man extern dazu installieren kann, aber es ist ja nicht in GIMP drin. Nicht standardmäßig. Auch was ein wichtiges Projekt ist in dem Zusammenhang, ist Hugin, was genau zum Zusammenstitchen von Panoramafotos gedacht ist. Das bietet dann auch eben Möglichkeiten, Linsenverzerrungen rückwärts rauszurechnen und Farbabweichungen aneinander anzupassen. Da kriegt man sehr gute Ergebnisse mit, habe ich aber keine Erfahrung mit. Worauf ich, also mal angenommen, du hast es ganz gut hingekriegt, mit von Hand da durch die Gegend fotografieren, dann kannst du halt hergehen, die Bilder übereinander legen, sodass sie möglichst gut deckend sind. Gerade an der Stelle, wo du eventuell eine Person rausretuschieren möchtest. Und dann gehst du zum Beispiel mit dem Werkzeug mit diesen Ebenenmasken, was ich vorhin hatte, gehst du dann ran und versuchst da sozusagen durchzurubbeln, den Störfaktor quasi rauszumanipulieren, rauszuretuschieren und dann gucken, dass man den Übergang halt gut hinkriegt. Das ist aber sicherlich ein bisschen formular. Ja, ganz kurz dann noch, HDR habt ihr noch nichts standardmäßig drin, oder? Mit den neuen Werkzeugen, die wir ja jetzt haben. Warte mal, finde ich das? Okay.
Das ist eine EXR-Datei, welches ein Format ist, um High Dynamic Range Bilder abzuspeichern. Das ist eins der Bilder, wo man auch sehr gut sieht, was wir sozusagen mit den neuen Möglichkeiten, was die höheren Präzision angeht, gewinnen. Also zum Beispiel sieht man ja hier, dass dieses Fenster total ausgewaschen ist, das ist überbelichtet. Aber wir können jetzt einfach hierher gehen und sagen, Colors Levels, und mal einfach hier, Moment, das war falsch rum. Den Ausgabebereich runterdrehen. Und plötzlich kommen da Details zum Vorschein, die vorher nicht sichtbar waren. Man kann ja beinahe jetzt hier schon mal anfangen zu raten, was das wohl ursprünglich mal war. Naja, vielleicht auch nicht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass da Informationen drinstecken, die nicht konkret vorher zu sehen waren. Und es gibt auch einige ich nenne es jetzt mal ein bisschen experimentelle Filters, wo haben wir es denn? Da. Das ist so noch ein Entwicklungswerkzeug, was man sozusagen sieht, wenn es jetzt nicht hoffentlich nicht abgestürzt ist. Scheinbar doch. Willkommen beim Modus Grau. Ja, es ist abgestürzt, hervorragend. Moment. So, ich probiere es einfach nochmal. Man weiß ja, wie Informatiker mit irgendwie versagenden Bremsen umgehen. Da gibt es nämlich jetzt diverse Gegel-Operationen, die jetzt nicht im Rahmen von GIMP, sondern tatsächlich im Rahmen des Gegel-Projektes implementiert worden sind, aber von GIMP aus problemlos verwendet werden können. Die versuchen jetzt ein sogenanntes Tone Mapping zu machen. Das heißt, du hast dein High Dynamic Range Bild und das versucht jetzt möglichst viel von diesen Bildinformationen sozusagen in den sichtbaren Bereich reinzuholen. Das ist also eine Wissenschaft für sich, was man da alles machen kann. Und das ist zum Beispiel eins da. Da kann man vielleicht auch nochmal zwischen vorher, nachher hin und her schalten. Da sieht man, dass es plötzlich irgendwie ausgewichener wird, ohne dass das Bild jetzt völlig unrealistisch geworden ist. Warte mal gucken, was wir da noch haben. Ich kann mir leider immer nicht merken, was da die richtigen Namen sind. Ich glaube, das da. Das sieht ganz kaputt aus. Lustigerweise erkennt man diese Algorithmen immer an Name plus Zahl. Der hat jetzt also eher den Ansatz, dass der hat insgesamt den Bildeindruck ein bisschen gedämpft, aber da sieht man jetzt eben halt auch hier, sind diese Details zum Vorschein gekommen, ohne dass jetzt hier im Dunkeln irgendwas total absäuft. Also kann auch hier. Du das auch bereichsbezogen also anwenden? Ja, sicher, du kannst. Warte mal. Warum funktioniert. Ando funktioniert nicht super. Doch. Das war also vorher, nachher. Da sieht man also, wie der Bereich komprimiert wurde, ohne dass irgendwo großartig jetzt irgendwie ein Verlust von Detail wahrnehmbar ist. Also das ist auf jeden Fall auch ein größeres Forschungsgebiet, was man da alles, wo man so richtig akademische Arbeit reinstecken kann. Thomas, zu deiner Frage, du kannst hergehen und sagen, okay, das war ja hier unser Originalbild. Ich mache jetzt hier meine Auswahl, meine ellipsenförmige, und sag's jetzt hier, Gegel-Operation, was hat man da gerade eben hier, Fatal 02,
Und dann wird sozusagen die Operation auf diesen Bereich eingeschränkt. Und du hast eben die ganzen Möglichkeiten, die ich vorhin versucht habe aufzuzeigen, um das anzupassen, die Auswahl anzupassen und auch wie stark das Ganze quasi wirken soll. So, noch weitere Fragen, bevor wir Schluss machen. Alle Klarheiten beseitigt? Dann hoffe ich, ihr habt euren Spaß gehabt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.